Goes by the name of Ich stehe jetzt hier vom Stephansdom im Volksmund Steffel genannt, was ich sehr sympathisch finde. Und wenn ihr hinter mir guckt, seht ihr so einen riesigen Turm. Und auf der anderen Seite müsste eigentlich auch so ein Turm stehen. Der wurde aber sympathischerweise niemals fertiggestellt. Und der Dom vereinigt zwei ganz existenziell wichtige Baustile in sich, nämlich einmal die Spätgotik und zum anderen die Romanik. Also das sieht man an diesen kaukasisch geschwungenen, perversen Formen. Und also das ist auch jetzt wirklich schön, nicht nur für Leute wie mich, die Steinkundler sind. Und im Moment ist sehr aktuell in Wien, der Stadtrat möchte dieses Gebäude abreißen, hauptsächlich, weil der eine Turm nicht fertiggestellt wurde. Und die wollen das ganze Gelände hier fluten und entweder einen Flohmarkt oder einen Supermarkt errichten. Also da müssen wir dann gucken, was daraus wird. Also eine schöne Sache auch gerade. Ich bin ja alle einzelnen Zinne hochgeklettert, ne? Muss man sich ja erarbeiten als Tourist. Und ganz oben, wenn man am obersten Zinn angekommen ist, kann man runterschreien und sagen, Hallo Wien. Und die Engländer, die da oben sind, die sagen Halloween. Und deswegen spiele ich das jetzt für euch. Sorry. Immer noch Charlotte und Wien aus Fast Forward. Nein, umgekehrt. Und ich habe den ganzen Tag jetzt zum Kamerateam gesagt, lass zu den Pferden gehen, lass zu den Pferden gehen. Und der Wien-Kenner, der weiß aber, dass das Fiaker heißt. Also Fiaker-Kutschen sind das. Und da kann man sich besonders in schönen, strömenden Regen in die Kutschen reinsetzen. Ne, so Cabriolet ist das ja, die Kutschen. Und dann plätschert das Wasser so und dann zieht man so die Schuhe aus und plätschert in dem Wasser rum. Und dann kann man Lotion reintun, damit die Atemwege frei werden. Das machen gerne alte Leute, also kurz vorm Abnippeln. Und das hilft auch sehr, dann ein bisschen so Lebenselixier rauszukriegen. Und hinter mir könnt ihr auch sehen, die Pferde haben sich für heute extra schöne Decken übergestülpt. Und das hat einen speziellen Grund, nämlich, dass man die nicht von Weitem als Pferde ausmachen kann. Weil Pferde werden in letzter Zeit oft gestohlen hier in Wien. Und dann wird auch extremes Schindluder betrieben mit den Pferden. Also es werden miese im Privatkreis Wetten auf die Pferde gesetzt. Es werden Hacksteaks gemacht aus den Pferden. Und es werden ekelhafte, widerwärtige Pferdepornos gedreht. Tja, und jetzt kommt im Klapperschritt, im Hufgeplepper der Pferde ein schönes Beatstück für euch. Charlotte hampelt immer noch wie eine Geistesgestörte in Wien rum. Warum, weiß kein Mensch. Und ich stehe jetzt hier vor der Pestsäule. Weltbekannt, diese Pestsäule. Und das popkulturelle Vorbild für, für diese Pestsäule war Nightmare on Elm Street Teil 5. Ne, ihr wisst ja, diese Pizza, die da so Käseblasen wirft, ne, und diese, jede einzelne Käseblase ergibt dann so ein Gesicht von den Leuten, die da umgebracht hat. Weißt du, die kommen dann alle so raus und ein einziges Rumgedärme. Und davon ist das inspiriert. Nein, das stimmt nicht. Diese Säule wurde aufgerichtet vom Wiener Stadtrat, als hier die Pest gewütet hat. Also beziehungsweise Vergangenheit ist es noch nicht, wie man an diesem jungen Mann da sieht. Es gibt immer noch Pestauswucherungen. Und diese Säule wurde gebaut von österreichischen Liedermachern wie Frank Zappa, Johannes Rau und Lieselotte Pulver. Also und jetzt kommt für euch Falco mit einem Lied über Wiener Blut, also über die Pest auch. Und Wiener Blut, aus der wird auch die berühmte Wiener Blutwurst gemacht. Hier kommt für euch Falco. Und zurück, Charlotte Richrausch hampelt in Wien rum und jetzt sitze ich in einem der berühmtesten Kaffeehäuser Wiens. Und man kann auch sehr schön sehen, es ist leicht vergilbt hier alles. Man fühlt sich hier sehr wohl. Und hier kann man sich die wunderbaren wienerischen kulinarischen Genüsse zu Gemüte führen. Und zwar einmal Kaffee. Und der Wiener hat da seinen eigenen Wörter für. Also entweder nennt der Kaffee Kaffee oder Melange oder kleiner Brauner.
was ich mal ein bisschen pervers finde, ehrlich gesagt. Naja. Und unter anderem gibt es dann auch hier zu essen Apfelstrudel. Das kann man sich schön langsam mit viel Genüsslichkeit in die Haare einmassieren. Apfelstrudel oder eben auch die berühmte Sachertorte. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass John Lennon in einem seiner berühmten Lieder über die Sachertorte gesungen hat. Und das stimmt jetzt wirklich. Und zwar in The Ballad of John and Yoko kommen die Textzeilen drin vor. I took a short trip to Vienna and ate chocolate cake in a bag. Und weil er so LSD zugedruckt war, wusste er nicht mehr, dass er Sachertorte meinte. Aber er meinte Sachertorte. Ja, fiel nur der Name nicht mal ein, als er in England war. Und er hat auch niemanden zum Fragen. Und jetzt kommt eine Band, die ist stark inspiriert. Einmal von Sachertorten und zum anderen von John Lennon. Und wenn man ganz genau hinhört in dem Lied, dann hört man die Untertassen klappern. Und dann hört man auch John Lennon, also es ist gesampelt, wie der Sachertorte mampft. Hier kommen Oasis. Es dämmert in Wien bei Fast Forward. Ich bin immer noch in Wien. Und das hinter mir sind tausende und abertausende Pakete Koks. Ganz Wien ist heute auf Kokain. Und dieses Koks wird verspachtelt für den Bau von riesigen, prunkvollen, angeberischen Palästen. Die seht ihr da. Und da in das Mauerwerk wird das Koks reingespachtelt. Und da drin, in diesem Palast zum Beispiel, ist eine riesige Touristenattraktion. Und zwar liegt da Sissi aufgebahrt. Und Touristen können für 100 Schilling pro Nase Sissi die Nase pudern. Ja, und jetzt kommen Sigur Rós aus Island. Mit einem sehr, sehr langsamen Stück, was original 8 Minuten lang ist. Also das sprengt eigentlich jeglichen Rahmen im Musikfernsehen. Aber bei Viva 2, da dürfen die das. Und das Lied, das hat einen Titel, den weigere ich mich hier auszusprechen. Ja, Sigur Rós, bitte. Fast Forward befindet sich zum Glück für alle immer noch in Wien und ich stehe jetzt hier gerade in einer total abgeranzten Seitenstraße vom Stephansdom und hinter mir zum Beispiel seht ihr diesen runtergekommenen Laden, wo tatsächlich der König von Ungarn für jeden Touristen eine Königsberger Klopse-Menü bereithält, also 16 Schilling. Kostet jedes Menü und hier ist auch immer der Nachbar von diesem Lokal hingegangen, der in diesem Haus dort oben gewohnt hat. Und zwar ist das ein expressionistischer Maler und Dichterfürst, Wolfgang Amadeus Mozart. Der hat hier sehr große Kunstwerke gemacht, die uns alle heute noch beglücken, wie zum Beispiel Malen nach Zahlen. Seine großen Gummistiefelwerke sind auch hier entstanden und hier hat er auch ordentlich Frauen durchgenudelt. Und von diesem Dichterfürsten und expressionistischen Maler ist es nicht sehr weit zu Angus Young. Auch ein Genie, der uns alle glücklich macht. Hier ist Angus Young von AC/DC. Bitte. Well, I know once we were stuck in the desert and we had no money, you know, in Australia. And, you know, we had to distract, you know, one, you know, it was in a garage, you know. And, I mean, we had a fair distance to travel. We had over, I think it was over 600 kilometers to go, and it was just desert. So, and we really needed to get to this place because we were playing. And so we had to distract the guy, and while he was distracted, everyone was stealing chips, you know, these crisps and stuff and everything. And then when they filled up the petrol tank, we had to take off. So that was one little story. Immer noch die Weltmetropole Wien, eingeladen bei meiner Sendung Fast Forward. Und es ist auch fast schon Schluss hier, weil ich bin eingeladen zu einem Automobilkongress. Und das hier ist zum Beispiel das Modell Prinzessin Diana. Also das ist für komplizierte Tunnelfahrten extra konzipiert worden. Die Sache ist nur, das hat einen Haken, dieses Auto. Aber ich weiß noch nicht genau was. Also das werde ich jetzt noch rausfinden. Bis morgen. Morgen gibt es wieder eine wunderbare Sendung aus Wien. Bis dann, eure Charlotte.